Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Siehe, ich mache alles neu, ist für uns in dieser Zeit der Veränderung, weltweiten Veränderung, auch auf der Erde schon eine Riesenansage und darf für dich die Frage, bist du dabei, hilfst du mit, dass Gott bei dir alles neu machen kann? Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Gestalte deine Zukunft. In der heutigen Zeit ist das was ganz anderes wie vielleicht noch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren. Es hat sich so viel geändert seit Januar 2020. Da war für uns irgendwo noch die gewohnte Welt in Ordnung. Und so wie wir es gewohnt waren. Wir hatten auch unsere Wehwehchen, wir hatten auch unsere Herausforderungen, aber dann wurde es doch ganz, ganz anders. Es gab eine Riesenveränderung. Dieses Jahr auch mit dem ganzen Virus gab es eine Riesenveränderung. Viele haben mehr Arbeit bekommen im medizinischen Bereich. Und auch andere, die haben dafür keine Arbeit. Wir kennen Leute auch ganz nahe, die jetzt auf einmal gar keine Arbeit mehr haben, weil sie in so einer Situation einfach nicht mehr gebraucht werden, weil es einfach nicht mehr dran ist. Menschen haben Menschen verloren, wo ganz plötzlich der Fall war, und andere stehen oder standen vor einem nichts anderes. Alles ist anders geworden, ist nicht mehr das Gewohnte, es ist nicht mehr so wie zuvor und so weiter und so fort. Jeder hat da seine eigene Geschichte. Und wir dürfen aber auch jetzt nicht Richter sein der Leute um uns herum, sondern wir sollen Reflektoren der Liebe Gottes sein. Wir sollen der Reflektor sein von Wertschätzung und auch Reflektor von Vergebung. Und das ist das, was wir leben sollen. Reflektiere das, was Gott für dich ist, was er für dich getan hat und auch noch tun wird. Strahle das zu deinem Nachbar, zu den Leuten um dich herum, die gerade vielleicht in großer Not sind, und strahle Frieden und Liebe aus, die du nur von Jesus haben kannst. Bei all den Schmerzen und all dem Verlust sage ich dir aber auch, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Auch in dieser Zeit, auch wenn es ganz schlimm ist mit dir, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Du sagst, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht, das und jenes, hast du darauf eine Antwort? Ich vermute nein, aber ich weiß, dass Gott mit denen ist, die zu ihm gehören. Und das überlass es Gott, er hat einen Plan. Wir möchten auf dieser Erde ein bequemes Leben und möchten ganz bequem in den Himmel hinein marschieren und ohne dass uns irgendwo was passiert. Und das ist etwas zu Bruch gegangen, diese Meinung, wo es heißt, ja, also auch die Christen leiden. Ja, das ist so, ich kann dir nicht sagen, warum, aber es heißt auch in der Bibel, das Leiden wird für uns ein Ende sein und für uns ist was Herrliches vorbereitet. Und ich glaube auch, dass für dich auf dieser Erde noch was Wunderbares vorbereitet ist. Und das ist wunderbar, greife dazu, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Eins ist sicher, Gott hat eine Zukunft für dich. Gott hat eine Zukunft für dich. Und ich sage es nochmal, dein lebendiger Gott hat eine Zukunft für dich. Vielleicht sind es jetzt mal ein bisschen Steine oder ist mal ein Feldweg, den wir zu gehen haben. Und vielleicht auch so, ihr kennt das, wenn er vielleicht spazieren geht, wenn man so einen Hügel hochgeht, man sieht nicht, was dahinter kommt.
ob da ein Abgrund kommt oder ob da ein Meer kommt oder was auch immer. Vielleicht ist es momentan so ein Weg, aber Gott hat eine Zukunft für dich. Und ich sage dir, gestalte deine Zukunft, sonst wird die Zukunft dich gestalten. Sei jetzt nicht so, wie ich so manche Leute schon erlebt habe, die jetzt einfach resignierend da sitzen und nichts tun in ihrem geistigen Leben, nichts tun, auch nichts für die Zukunft, sondern sie sagen einfach, oh Gott, mach du, wie du willst, du machst alles recht und ich beug mich dir und so weiter. Das sind keine falschen Sätze, aber wir müssen auch das Unsrige tun. Und es geht weiter und es wird weitergehen und es wird vermutlich anders weitergehen. Und das müssen wir begreifen. Es ist aber deine Entscheidung, ob du die Zukunft über dich entscheiden lässt, dass die Zukunft dich gestaltet, wo du sagst, ach, jetzt muss da und jetzt das, ach, ist das alles. Oder ob du heute beginnst, und das rate ich dir, beginne heute schon, deine Zukunft zu gestalten. In Offenbarung 21, Vers 5 heißt es, der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Diesen Vers kennen wir, aber ganz ehrlich, in dieser Zeit hat er doch eine ganz andere Bedeutung für uns. Siehe, ich mache alles neu. Viele von uns dachten, ja, das wird einmal sein, wenn wir von hier in die Ewigkeit gehen. Gewiss, das glaube ich auch. Aber siehe, ich mache alles neu, ist für uns in dieser Zeit der Veränderung, weltweiten Veränderung, auch auf der Erde schon eine Riesenansage und darf für dich die Frage, bist du dabei? Hilfst du mit, dass Gott bei dir alles neu machen kann? Oder bist du wieder irgendwo auf deinem Sorgensofa und sagst, ach ja, ich schaue, dass ich mein Altes wieder zum Laufen bekomme. Ich glaube nicht, dass alles Alte wieder zum Laufen kommen soll. Denn Gott tut was Neues. Lasst es uns von Gott zeigen. Wir Christen waren schon immer, immer schon für Veränderung. Und ich weiß, ich tue ja fast jeden Monat einmal Fragen, wer hätte gern Veränderung hier? Und da gehen die Hände hoch, ich will Veränderung. Aber wie sieht es jetzt aus? Oh ja, Herr, Veränderung, ja, aber Herr, nicht so? Ja, es kam ganz anders, wie jeder gedacht hat. Es ist eine weltweite Veränderung. Christen wie auch Nicht-Christen sind damit beteiligt. Und ich möchte jetzt, das Rätsel lösen. Ihr habt bestimmt gedacht, warum steht hier so ein Spielzeug? Und ist heute Kinderstunde oder führen die Jungen was vor? Nein, ich möchte euch eigentlich was vorführen, um es euch besser begreiflich zu machen. Ich sehe das, also dieses Haus, als unser Lebenshaus. Also jetzt nicht dein Häuschen, deine Wohnung, nein, sondern ein geistiges Lebenshaus, dein Leben, wie du es geformt hast. Und es ist ja so in unserem Leben, unser Lebenshaus, wir formen uns das alles so. Wann gehen wir in den Gottesdienst? Wann machen wir das? Und das sehe ich so, also so verschiedene Steine und ich mache da was besser. Ich gehe noch auf die Volkshochschule, ich bilde mich weiter und so weiter. Wir haben unser Leben so geformt und am Schluss haben wir noch den Hahn da oben drauf gesetzt und das ist so unser gewöhnliches Leben, unser Alltag. Wir wissen, da geht's rein, da haben wir Fenster, da ist der Garten, das ist die Straße. Wir wissen alles, jede Woche, jeden Tag, jede Stunde. Wir haben unser gewohntes Dasein. Nun kam die Veränderung. Für alle auf dieser Erde kam die Veränderung. Nicht, dass alle krank wurden, das nicht, aber ja, auch Christen haben keine Arbeit mehr. Auch Christen haben ihre Herausforderungen in dieser Zeit und auf einmal hat das Bauwerk wirklich
einen Riss bekommen. Und du bist schon dran, wie bekomme ich das wieder gerade? Aber es steht eigentlich schief. Es ist eigentlich, das Leben ist aus dem Rhythmus gekommen, der Alltag ist aus dem Rhythmus gekommen und es bröselt und es bröselt und Nachrichten und es bröselt. Und du sagst, oh weh, meine ganze gewohnte Umgebung ist weg. Ich kann nicht mehr raus, ich kann dies nicht mehr, ich kann jenes nicht mehr. Und ja, und wenn das noch so weitergeht, fällt mir das Geld und so weiter und so fort. Und für manche ist das auch so, dass es wirklich so aussieht. Dein Lebenshaus, wie ich sagte, nicht dein Glaube, sondern dein Lebenshaus, deine Gewohnheiten. Und so viele haben jetzt auch einen starken Glaube und sagen Gott dennoch. Aber es gibt auch viele, die resignieren, die jetzt vor so einem Haufen stehen. Und da gibt es Leute, die sind stark im Gott, die haben so eine Situation. Es gibt Leute, die sagen, Gott, ich wusste es ja, du schaffst es doch nicht. Und eins möchte ich dir sagen, es ist noch alles da. Es ist noch alles da. Es ist nicht mehr am selben Platz, es ist noch alles da. Und da sage ich dir, fange an mit allem, was du hast, fange an, Neues zu gestalten. Fang nicht wieder an und sag, war jetzt der gelbe Stein da oder war er dort? Ach, ich muss mal Bilder holen, ich muss mich beraten lassen von früher, ob das so und so und so ist. Nein, lass dir von Gott zeigen, vielleicht soll dein Haus eine Brücke werden. Vielleicht soll dein Haus ein bildlich gesehen Fahrzeug werden. Vielleicht soll dein Haus eine Küche werden. Dass Gott tut Neues. Nimm das, was du hast und auch wenn du vielleicht noch in der Not steckst, nimm dir wirklich Zeit und denke darüber nach und lese in der Bibel, was ist jetzt dran, was ist für mich Neues dran. Und ich glaube, für ältere Leute kann das schwierig sich anfühlen, weil sie es vielleicht schon mal so erlebt haben. Aber fange an, wieder Neues aufzubauen. Und ihr habt bestimmt alle schon euren Kindern solche Baukästen gekauft. Und auf den Baukästen hinten drauf ist meistens, dass man mit den gleichen Bausteinen kann man ein Auto bauen, ein Flugzeug oder eine Tankstelle. Mit den gleichen Steinen und lass dir wirklich zeigen von Gott, wie sich dein Leben neu zusammensetzt. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich, der vielleicht ganz anders aussieht wie noch vor 2 Wochen, wie noch Anfang vor 2020. Gott hat einen Plan für dich. Und sei sicher, Gott hat immer noch alles im Griff, aber beginne jetzt. Offenbarung 21, Vers 5. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, doch ich mache alles neu. Er hilft auch dir, alles neu zu machen. Und habe richtig Freude daran. Habe Freude daran. Er hat dir das Baumaterial gegeben. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass wir auf das richtige Fundament bauen. Das Fundament ist ganz, ganz wichtig, dass du das richtige Fundament hast. Ich habe als Kind ja auch mit solchen Bausteinen gebaut. Und wisst ihr, wenn man mit solchen Bausteinen baut und fängt die zweite Seite an, auf der anderen Seite, ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht, und auf der zweiten Seite, das verrutscht alles und es ist alles so instabil. Ohne ein Fundament, wo es richtig Halt gibt, wird es dir nicht gelingen. Du kannst die gleichen Bausteine nehmen, aber nimmst du das Fundament weg und sagst, ich schaffe das so, ich habe mein eigenes Fundament. Ich könnte es dir vormachen mit Pressluft, ich müsste nur Luft hier reinbringen und alles wäre in der Ecke. Aber
bin ich gegründet auf dem Fundament, kommen Stürme und das Fundament steht. Und das Fundament ist unser Herr Jesus. Baue wirklich darauf, das Fundament auf Jesus. Ja, sind wir Schadensanalysierer oder sind wir Baumeister? Jetzt gibt es welche, auch in dieser Zeit, die gehen her und sagen, ich muss mal jetzt schauen, wie kaputt alles ist. Wo sind jetzt die gelben Steine? Wo sind die grünen Steine? Und wo ist jetzt das? Und in welchem Winkel liegt jetzt diese Mauer? Und so weiter. Und wer war schuld? Also, was der Nachbar, was der Staat, was das System oder was war schuld? Und du grabst dich hinein in wer und was und wer macht mir mein gewohntes Umfeld kaputt. Ich sag dir, grabe dich nicht da rein, sondern nimm das, was du hast, was dir von Gott gegeben ist. Du hast bestimmt eine liebe Frau, einen lieben Mann, du hast Kinder, du hast Nachbarn. Nimm das, was dir gegeben ist und fange an, das Neue zu formen. Fange an, das Neue aufzubauen. Sind wir beschäftigt bis aufs Kleinste mit den Details, wo wir sagen, was für ein Verlust? Und wie ist das alles? Und wie bin ich? Ich bin bestimmt ärmer wie der andere. Und ich habe mehr Leid wie die Frau unter mir. Und was auch immer. Hör mit diesem Blödsinn auf. Gott ist an deiner Seite. Gott ist stärker denn all diese Sachen. Versuche nicht, das Alte wiederherzustellen. Und nach der Veränderung funktioniert so viel anders. Und ich möchte jetzt euch eine Geschichte erzählen. Ich war diese Woche bei meinen Eltern und meine Mutter erzählte mir eine Geschichte. Und sie sagte, Daniel, ihre Mutter, also meine Oma, hat Marie geheißen, die ist, während der Kriegszeit hat sie Geld gesammelt, indem sie vom Metzger eine Kuhhaut geholt hat und hat sie zur Gerberei getragen. Pilze gesammelt und so weiter. Und sie wollten eine Gerberei kaufen, wenn der Opa wieder vom Krieg zurückkommt. Und sie haben gespart und gespart und gespart. Und kurz bevor das Geld da war, hat der Staat gesagt, das Geld ist nur noch 10% wert und jeder Bürger bekommt 40 Euro. Sie sagt, kannst du diesen Schmerz dir vorstellen? Und du stehst mit 40 Euro da und hattest einmal viel Geld und hast deine Existenz aufgebaut. Und da gab es dann halt keine Gerberei, aber später, so 15, 17 Jahre später, war ich derjenige, der auf der Gerberei gespielt hat, als wir Opa und Oma besucht haben. Da gibt es noch Bilder, wollte eins mitbringen, aber die sind so schlechte Qualität, das kann man kaum zeigen. Und da haben die so gespart, dass sie also nach den 40 Mark so gespart, dass sie es zusammenbekommen haben und sind dran geblieben. Und dann kam die Situation, dass mein Opa, der weiß ich noch, wie er gesagt hat, stell dir vor, in Italien, man hat jetzt Gummisohlen und das ganze Gerben wird jetzt unlukrativ, es kommt nicht mehr genügend Geld rein. Mein Onkel kaufte eine Drehmaschine und hat in den Gerberschuppen eine Drehmaschine reingestellt und hat angefangen, Schrauben zu produzieren. Und das weiß ich noch, das waren so Maschinen mit so Keilriemen außen. Das Berufsgenossenschaft wird da Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was da früher alles gab. Und er war aber auch treu, die ganze Zeit auch Israel zu unterstützen. Und er hatte Segen, die hatten Segen und Segen und Segen, also Onkel und Tante zusammen. Und das hat sich so entwickelt, dass mein Vater in der Zeit von der Baufirma, wir hatten ja mal eine Baufirma, mein Onkel eine Fabrik gebaut hat, also die Pläne gemacht hat und die Bauleitung gehabt hat, eine Fabrik. Und es wurde eine Fabrik, die für die Firma Grohe, die weltweit Wasserhähne verkauft, kennt ihr bestimmt alle, Teile herstellt. Und das, was über diese ganze Zeit von den 40 D-Mark hat sich so entwickelt,
dass fast in, oder nicht in jedem, aber in vielen Wasserhähnen auf der Welt hat es Teile drin von meinem Onkel. So hat Gott das multipliziert. Und mein Onkel ist ja schon heimgegangen bei unserem Herrn und sie haben die Firma verkauft. Und stellt euch vor, letzte Woche kam eine Spende von meiner Cousine und hat gesagt, und hat auf der Spende stand, Spende für euren Generator, dass ihr ihn reparieren könnt im Missionswerk. Stellt euch vor, von den 40 Mark hat sich das so in einen Segen verwandelt, dass es noch letzte Woche für diesen Generator ein Segen war im Reich Gottes. Drum sage ich dir, wenn du auch momentan vielleicht vor einem Nichts stehst oder vor wenig stehst, ich sage dir, nimm es, aber verlasse Gott nicht. Nimm es in deine Hand, segne es und Stück für Stück Gott wird mit dir sein. Verlass nicht irgendwo den Weg oder irgendwo schau, dass du jetzt irgendwo schnell zu großen Dingen kommst, sondern lass dir es von Gott zeigen. Und wichtig ist, dass wir auf dem richtigen Fundament gebaut haben. Auf dem richtigen Fundament in unserem Leben, vielleicht noch vor 2020. Da war sonntags der Gottesdienst und du hast gesagt, ja, sonntags gehört dem Herrn. Der Morgen gehört meinem Herrn und der Abend gehört auch meinem Herrn. Da habe ich das und jenes. Ich lese was oder Bibelstunde oder irgendwas. Aber das andere, da habe ich gebaut auf meinen Beruf, auf mein Können, auf mein dies und jenes. Da habe ich drauf gebaut. Ich sage dir, baue nur auf ein Fundament. Und von diesem Fundament mach deine Arbeit, geh in die Schule oder was auch immer, studiere oder bau auch da dein Vermögen auf. Ich sag dir, Gott wird dir Gelingen schenken. Er ist mit dir. Glaubst du das? Du kannst jetzt ein Ja sagen, obwohl wir es nicht hören, aber du kannst jetzt Ja sagen, sein innerliches Ja. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir und lass das groß werden in dieser Zeit und hör dir nicht so viele Schreckensmeldungen an. Schau rein, wir haben ja auch einiges zu bieten. Schau auf unsere Webseite. Lass dich ermutigen, indem du siehst oder liest, was Gott in diesen Tagen Gutes tut. Gutes tut und das ist das, was du auch brauchst. Es ist eine Möglichkeit festzustellen, Lieben, was Sinn macht und was uns nur beschäftigt. Und das möchte ich, mit dem möchte ich schließen. Es gibt so vieles, was wir tun, das uns nur beschäftigt. Mach mal so eine Bilanz von einer Woche und überleg dir mal, was du nur tust, das dich nur beschäftigt. Mach dir vielleicht nicht mal Freude, das dich nur beschäftigt. Und dann mach mal die Sachen auf eine Liste, was Sinn macht. Und Sinn macht auch das, wo du Ruhe findest, wo du Freude findest, wo du entspannen kannst. Aber unser Leben ist nicht eine einzige Entspannung. Aber schau mal, was Sinn macht oder was dich nur beschäftigt. Und tu die Dinge, die dich nur beschäftigen, versuchen, die zu reduzieren, damit du mehr Zeit hast, für deine Zukunft zu gestalten. Jetzt sollten wir ein Stück unserer Freizeit verwenden, wirklich darüber nachzudenken, wie gestalte ich meine Zukunft? Und ich sage dir auch heute, sei nicht ein Opfer der Situation um dich herum, sondern sei ein Täter. Sei ein Baumeister und nicht ein Opfer. Und es ist schön, wenn wir Gebetsanliegen bekommen, wir beten gerne. Aber schau nicht, ach, wie bin ich, wie arm und wie schwer es dir geht oder wie krank du bist. Schau nicht nach dem, sondern schau, was kann ich jetzt tun? Was kann ich im Geistigen tun, auch im Praktischen tun? Schau, das ist jetzt wichtig. Sei nicht Opfer, sondern sei ein Täter. Setze die Werke in der Bibel um. Wir wissen auch, dass viele Bibelstellen heißt es, dass wir Gutes empfangen, aber irgendwas müssen wir vorweg tun.
Klopfet an, so will ich euch auftun, heißt es auch. Und ihr Lieben, das ist, oder mit meinem Gott, sagte David, kann ich über Mauern springen. Ja, aber manche stehen vor der Mauer hin und haben diesen Bibelvers vor Augen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Du stehst noch in 100 Jahren vor der Mauer, wenn nicht anfängst mal zu laufen. Und dann wird dir Gott helfen, darüber zu kommen. Und das wird auch in deinem Leben so sein. Sei nicht Opfer, sei Täter, geh vorwärts. Und ich sag dir wirklich, gestalte deine Zukunft. Fange heute an. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.